Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mit mir und mit Peter. Ja, die Fahrt geht jetzt weiter. Und zwar, wir fahren jetzt weiter in Richtung, in Richtung England. Denn wir fahren über die Grenze nach, oder über die Grenze, sage ich jetzt nachher, nach Ding rüber. Ach, wie heißt es doch schon wieder gleich? Ja, rüber dann nach Nantes. Nach Nantes. Genau, und werden da zweimal die Fähre benutzen. Ja, und jetzt fahren wir hier über Multiplayer. Wir fahren jetzt nach Esbjerg. Und dann, ja, werden wir die Grenze auf jeden Fall übergehen. Jo. Genau, dann würde ich sagen, machen wir jetzt gerade auch weiter. Auf jeden Fall, ich muss noch tanken nachher, denn ich weiß nicht, reicht der Sprit nicht? Da werde ich auf jeden Fall mal nachher tanken gehen. Oh, ich liebe die No-Collision Area. Mann, ist das eine schöne Tour. Jetzt kann ich schon wieder zum Multiplayer echt schön heizen, aber ich werde bei meiner 140 km/h trotzdem bleiben. Denn sonst sagt mir spät vor, ich habe eine Cooldown-Phase. Ja, ich fahre nämlich für die International Spätfahr-Logistik. Für Spätfahr. Und ja, es macht Spaß auf jeden Fall zu fahren. Ja, Leute, normalerweise fahre ich ja nicht gerne auf so No-Collision-Area, denn. Ja, da macht viele auch eigentlich gar keinen Spaß. Aber gut. So kann man es auf jeden Fall mal laufen lassen. Und ja gut. Ich teste es jetzt mal aus und dann entscheide ich spontan, wie, was, wo, wann. Aber normalerweise gehe ich lieber eigentlich auf den Euro 3 Server, denn da kann ich auf jeden Fall ganz normal fahren. Und ja. Das ist eigentlich so eine Sache da. Ja gut, der Tank ist noch halb voll, also reicht es auf jeden Fall noch für die kleine Tour. Deswegen tanken brauche ich jetzt noch nicht. Vielleicht mache ich das in England drüben. Oder wenn wir dann in Frankreich sind. Das könnte ja auch sein. Ja, Freunde. Wenn ihr gerne wollt, dass mehr Videos von mir kommen, dann ja, lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich ja sehr positiv stimmen. Und ja. Und auf jeden Fall, ihr könnt mir gerne auch ein Abo da lassen. Würde mich darüber sehr freuen. Gut, die Qualität, die ich hier, sagen wir mal so, präsentiere oder. Ja, ich habe nicht so einen guten Computer. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr spenden sollt, also. Nee. Ich meine, wenn ich mir jetzt einen Computer. Gut, ich kann mir zwar den nicht leisten, aber. Ja, Freunde, das ist halt mal so. Mensch, ist das doch was Schönes. No Collision Area. Meine Güte. Hier kannst du fahren, wie du willst, und du wirst nicht gerammt. Naja. Gut. Da fährt man dann gerne mal seine Frachten, aber. Ja. Ihr wisst ja, wie es ist normal. Denn, ja. Es gibt ja viele solche Leute, ne? Wenn man sieht, so auf Euro 2, da würde ich jetzt nicht gerne rumfahren, denn. Da macht es keinen Bock, aber ich denke mal, sie haben jetzt den Vierer hier raufgeschmissen wegen der Heavy Cargo Pack. Denn ich denke mal, das war die einzige Möglichkeit darüber, das zu machen. Und ja, das wird dann auch so eine Sache sein, wo ich denke mal, okay, wäre eigentlich sinnvoll, denn. Ja, Frachtschein im Leben, ne?
kennt ihr ja. Wäre nicht so lustig. Ja, meine Freunde, wenn ihr gerne wollt, ihr könnt euch gerne bei Spätfahrt bewerben. Wenn ihr mitfahren wollt, oder als Fahrer. Das Mindestalter wäre 18 Jahre. Oder auch, ja, also auf jeden Fall 18 Jahre oder vielleicht so 17, 3 Viertel. Da kann man vielleicht ein Auge zudrücken. Ihr könnt euch gerne bewerben. Ich kann euch da auch gerne mal dann den Link zukommen lassen, wo ihr euch bewerben könnt. Ja, schreibt es doch einfach dann in die Kommentare rein. Das wäre dann gar kein Problem. Wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall ja. Schreibt es und ja, dann wird man sehen, was passiert. Ja, wie ihr seht, ist es hier eigentlich gerade so eine gemütliche Fahrt. Was mich doch gerne mal interessieren wird, so wie jetzt zum Beispiel, wenn du den Singleplayer fährst, ob man das nicht so machen kann, wenn man eine Pause macht, dass man dann sagt, okay, hey, komm, die Zeit stellen wir nach vorne. Das wäre ja super gut, aber das macht der Multiplayer nicht. Leider. Ich hätte es gerne gefeiert. Sollte vielleicht auch ein Anreiz sein, mal für die Leute von Multiplayer, von Truck SMP. Vielleicht könnt ihr da irgendwas mal managen. Aber so ist auch okay, Leute. So, hier vorne muss ich dann rechts abbiegen, sehe ich gerade auf dem Navi. Tue ich das doch mal gerne Richtung Esbjerg. Geht die Reise weiter. Ja, Freunde. Wie ihr das auch sehen könnt, ja, mir geht es... Ja, dermaßen gerade, oder ja, schon seit ein paar Tagen nicht mehr so gut, denn ja, durch viel Stress durch die Arbeit habe ich ja, bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, erstmal ja, mich krank schreiben zu lassen, weil der Stress macht mich gerade ziemlich fertig und ich merke es auch an mir selber, denn ja. So vergeht mir zurzeit auch irgendwie die Lust dazu, irgendwas zu machen. Geht es euch genauso? Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Würde mich auch gerne brennend interessieren. Holla die Waldfee. Ja, ihr habt ja auch schon gesehen, der neue DAF ist erschienen. Für ETS. Ja, Freunde, da könnt ihr auch mal gucken. Der DAF sieht nicht schlecht aus. Also ich habe ihn schon gesehen. Muss sagen, sieht echt gut aus. Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben. So. Wie ich das doch sehe, sind wir gleich schon an der Fähre angelangt. Ja, und dann sind wir bereits schon in England. Das bedeutet, ja, dann sind wir wieder auf der linken Seite. Jure, freue mich ja jetzt schon drauf. Aber ist auch okay. Denn ich kenne es ja schon durch England, durch diese Strapazen ab und zu. Aber, ja, macht ja nichts. So. Ja, den Ton habe ich jetzt ein bisschen mal leiser gestellt. Aber ich denke,
könnt ihr ihn immer noch hören. Oder ihr hört ihn ja auf jeden Fall, sag ich mal. So, jetzt mal ein bisschen ruhiger werden und dann vorne den rechten Blinker mal einsetzen. Zur Überfahrt. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre super nett. Und immer stay positive. Also immer positiv denken, Leute. Genau sowas wird man, ja. Da klappt normalerweise auch alles. Ja, warum ich dieses sage? Denn wenn man positiv denken kann, dann geht alles wunderbar. Ne? Ja, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder bei der Überfahrt nach oder in Richtung England wieder. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, Freunde, herzlich willkommen in England. Ja, ich werde jetzt mal ganz kurz den dritten Teil gleich einläuten lassen, denn, ja, England wird die dritte Überfahrt. Bis gleich.